Heute Morgen hat der Bundesinnenminister die schiitische Hisbollah-Miliz verboten. Da gab es polizeiliche Maßnahmen in mehreren Bundesländern. Und dazu hören wir jetzt live in Nordrhein-Westfalen den nordrhein-westfälischen Innenminister Herbert Reul. Weiter handlungsfähig und geht weiter konsequent gegen Verbrecher und Feinde unserer Verfassung vor. Diese Konsequenz, auch in Krisenzeiten, haben die Sicherheitsbehörden von Bund und Länder heute wieder erneut unter Beweis gestellt. Und zwar durch die Exekutivmaßnahmen, die heute in den frühen Morgenstunden im Auftakt des Bundesinnenministers in Berlin, Bremen und in Nordrhein-Westfalen bei uns stattgefunden haben. Und die sich gegen die schiitisch-islamistische Terrororganisation Hisbollah, Partei Gottes, gerichtet haben. Diese Mitglieder dieser Partei sind nichts anderes als widerwärtige Israel- und Judenhasser, Menschen, die nicht nur das Existenzrecht Israels in Frage stellen, sondern auch noch offen zur Vernichtung des Staates aufrufen. Damit verstoßen sie gegen Strafgesetze und richten sich gegen den Gedanken der Völkerverständigung. Deshalb hat Bundesinnenminister Horst Seehofer diese selbsternannten Parteigänger Gottes mit seinem bundesweiten Betätigungsverbot belegt. Und ich bin Horst Seehofer sehr dankbar für diese Entscheidung. Ein Verbot oder eine Auflösung war aus rechtlichen Gründen leider nicht möglich, da es sich nicht um eine deutsche, sondern um eine ausländische Vereinigung handelt. Aber auch ein Betätigungsverbot zeigt Wirkung. Ab sofort macht sich zum Beispiel strafbar, wer bei Demonstrationen oder in Propagandaschriften Symbole dieser Organisation zeigt. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Sicherheit des Staates Israel bereits vor einigen Jahren für unverhandelbar und zur deutschen Staatsräson erklärt, und das zu Recht. Jeder, der das Existenzrecht Israels in Frage stellt, muss das wissen. Er legt sich nicht nur mit Israel an, sondern er legt sich auch mit Deutschland an. Ich bin außerdem Horst Seehofer außerordentlich dankbar für die erneut gute Zusammenarbeit zwischen Bundes- und Landesbehörden. Das läuft wirklich Hand in Hand. Heute Morgen um 6 Uhr wurden bei uns in Nordrhein-Westfalen in Dortmund, in Münster und in Recklinghausen insgesamt 8 Objekte durchsucht. Darunter waren Moscheen, Vereinsräume und Privatwohnungen. Das wohl bekannteste Durchsuchungsobjekt, das Imam-Mahdi-Zentrum in Münster-Hiltrup. Bei diesen Ermittlungen in Nordrhein-Westfalen geht es zunächst noch um den Verdacht, dass diese regionalen Vereine bei uns Teilorganisationen der jetzt mit dem Betätigungsverbot belegten Terrororganisation Hisbollah sind. Hier in Nordrhein-Westfalen zählen wir insgesamt 115 Personen zu diesen Anhängern und Unterstützern von Hisbollah. Bundesweit sind es 1050. Hier handelt es sich zwar nicht um Gefährder bei uns in Nordrhein-Westfalen oder Terroristen, aber um Sympathisanten von und Spendern für Terroristen. Also es handelt sich hier um Terroristen im Geiste. Die Hisbollah sieht Deutschland bisher nicht als Operationsgebiet an, aber als Rückzugsraum. Meine Damen und Herren, das heutige Verbot ist ein klares Signal an ausländische Terrororganisationen und deren Unterstützer in Deutschland. Sie können sich bei uns nicht in Sicherheit wiegen. Die deutschen und die nordrhein-westfälischen Sicherheitsbehörden sind ihnen auf der Spur und werden auch weiterhin jede Möglichkeit nutzen, ihnen das Leben schwer zu machen. Sie wissen, meine Damen und Herren, hier bei uns in Nordrhein-Westfalen gilt die Null-Toleranz-Strategie und sie gilt überall. Aber an diesem Bereich gilt sie ganz besonders, nämlich bei dem Bereich Kampf gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus. Und deshalb bin ich sehr dankbar, dass wir heute so verfahren konnten. Die einzelnen Ergebnisse bleiben abzuwarten und weitere Details können wir hier, wie Herr Weber ja schon gesagt hat, von hier aus auch nicht bewerten oder mitteilen. Das ist dann Angelegenheit anderer Institutionen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.